Hallo Leute, guten Morgen und herzlich willkommen in meinem heutigen Vlog. Irgendwie hat mein Gesicht genau die gleiche Farbe wie mein Pulli, fällt mir gerade auf. Ja, es ist super früh, deswegen sehe ich auch so ultra verpennt aus, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Ich bin ja eigentlich so der Morgenmensch, ich stehe auf und denke mir so, wow, ein neuer Tag, yay. Ich bin hier gerade unterwegs mit Milka, die ist da links, und Henry. Henry, Milka, hier! Guten Morgen, Milka. Und guten Morgen, Henry. Die sind irgendwie auch noch etwas verpennt, wie ihr sehen könnt. Und wir haben den, wie ihr unschwer erkennen könnt, die gleichen, oh, doch noch müde, ne? Die gleichen Halsbänder geholt, und zwar diese von Hunter. Das sind so Poly-irgendwas-Halsbänder, ich weiß es nicht. Wie ihr erkennen könnt, das ist wie so ein gummiartiges Material. Ist halt total cool zum Schwimmen, weil die sich nicht verfärben und halt nicht so schnell oll und dreckig werden. Genau, der Henry hat übrigens bei uns geschlafen, so testweise, weil die Nico demnächst mal ein Wochenende weg ist. Deswegen wollten wir, jetzt legt ihr euch hier beide hin, nicht euer Ernst. Deswegen wollten wir mal gucken, ob das so klappt, aber es geht echt super. Und ihr Mäuse, kommt, wir gehen mal weiter. Na komm. Die beiden sind ja Best Friends, deswegen läuft das. Genau, Nico und mein Plan ist es dann gleich zum Fühlinger See zu fahren, da so ein bisschen zu schwimmen und mal gucken, was da abgeht. Jetzt gehe ich aber erstmal die Runde hier zu Ende. Oh Gott, ich bin so weiß. Die langweilen sich schon. Milka frisst mal wieder Gras, das kennt ihr ja auch. Milka, komm! Und Henry ist hier am Rumgangstern. So, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zum Upala Fühlinger See. Es ist sehr warm, deswegen haben wir auch nur Bikinis an, aber warum nicht? Man darf ja im Auto anziehen, was man will. Ja, genau. Und ja, hoffentlich können wir dieses Mal schwimmen gehen und das Wasser ist nicht wieder so mega kalt wie letztes Mal, aber ich glaube, weil es jetzt die letzten Tage so warm war, sollte das funktionieren. Viel wow. Zu geil. Und jetzt müsste Milky hier noch. Oh mein Gott, Leute, da ist eine Wohnungsbesichtigung oder irgendwas. Hier war eben eine Riesenschlange vorm Haus. Und Nico und ich, wir haben jetzt gerade beschlossen, da einfach mal reinzugehen und uns die Wohnung auch mal anzugucken. Vielleicht ist die ja was für uns als Drittwohnung. Ah, hier haben wir es. Wohnungsbesichtigung und zeigt auch mal eine Chance. Dann gucken wir doch mal. Oh, hübsches Haus. Und die hat geklingelt. Wir spazieren einfach so rein. Was soll denn das sein? Folgen uns die Wohnung von dem Obstkopf. Nur für unsere kleine Schwester. Das hat die Tür ja zugemacht. Scheiße. So. Ach, hallo. Jetzt waren wir schon zu hoch. Dankeschön. Hallo. Hallo.
Ja. Oh. Hübsch. Begeistert von der Aussicht. Ja. Mhm. Der feinste graue Teppichboden, sehr hübsch. Oh, ist das ein schönes Bad. Ach, das ist ja hübsch. Baustelle. Es wird aber ein schönes Bad. Ja. Es wird ein schönes Bad. Ja, ein Plan hängt da. Ah, okay. Dankeschön. Dankeschön. Ja, glaube ich auch, weil ich meine, vorne raus. Guck mal, das ist dein Balkon. Nee, gar nicht. Da ist dein Balkon. Guck mal auf deinen Balkon. Stimmt. Ziehen. Oh mein Gott. Und uns fällt gerade auf, die Leute, die hier einziehen können, voll auf Nikos Balkon spannen. Ich meine, das ist die Wohnung hier mal angeguckt. Oh mein Gott. Stimmt. Hier so ein französischer Balkon, oder? Was ist das hier? Ich glaube schon. Ja. Das ist ja komisch, das von hier zu sehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Krass. Und was ist das für ein Raum? Ach, das ist ja eine Küche. Oh. Eine antike Gastherme. Da ist auch die Klotoilette. Ja. Die Klotoilette, ja. So, Nico und ich haben alles gesehen. Wir haben die Wohnungsbesichtigung gecrashed. Indem wir einfach nur das auf der Straße gesehen haben und dann einfach mal reingegangen sind. Unser Fazit ist, die Wohnung, naja, ist okay. Sie ist okay. Sie ist für Kölner Verhältnisse okay. Das müssen wir öfter machen, uns einfach mal Wohnung angucken. Das ist Spaß. Geil. Vor allem, wie cool unsere Wohnung ist. Alle so voll interessiert und wir machen uns die ganze Zeit nur, naja, lustig gemacht haben wir es auch nicht. Wir haben alles etwas humorvoll hinterfragt. So, jetzt sind wir wieder raus. Und haben festgestellt, unsere Wohnung, wir können sehr glücklich sein. Die war übrigens im Nachbarhaus von Nico, aber das, man muss ja mal die Umgebung auskundschaften, was hier so geht. So, es ist mittlerweile Dienstagnachmittag. Wir haben gerade einen super leckeren, oder besser gesagt zwei super leckere Flammkuchen gegessen und sind jetzt auf dem Weg zum Spinning. Schön mit vollem Magen, ich zumindest. Ich bin gerade, fühle mich richtig voll, aber... Das wird hier hoffentlich wieder sich geben. Und genau, wegspinnen, genau. Ja, und ich freue mich schon, bin gespannt. Eigentlich mag ich Spinning ja gerne in letzter Zeit, aber es ist immer so super anstrengend. Ich finde, die erste Viertelstunde ist immer so eine Quälerei, oder? Ja. Ja, Nico sagt auch, ja, definitiv, genau. Und vielleicht können wir... Währenddessen filmen? Nee, nicht währenddessen filmen, okay. Könnte schwierig werden. So, oh, ich kann nicht mehr. So, und ja, genau, jetzt geht's los. Hübsch. Jetzt hier Viertel vor 10, Samstagmorgen. Ich bin jetzt hier auf dem Weg in den großen DM auf der Hohenstraße, weil ich hoffe, dass es da diese NYX-Produkte gibt. Ich war nämlich schon in 3 DMs und habe die einfach nirgendwo gefunden. Oh, das regt mich auf, weil ich NYX eigentlich so gerne mag. Deswegen gucke ich jetzt mal in dem, ob es die da eventuell gibt. Und ja, vielleicht ganz kurzes Update. Ich war gestern Abend ja noch kurz was trinken mit Freunden, aber echt nur kurz, weil mir ging es die beiden Tage davor echt so krass vom Hals her. Ich hatte voll die Mandelschmerzen. Ja, ist jetzt aber wieder besser. Vielleicht hört man es noch so ein bisschen an meiner Stimme, dass sie so ein bisschen komisch kratzig ist. Aber
Ich bin jetzt schon zu weit gelaufen auf jeden Fall. Yay. Naja, wir gehen jetzt mal zusammen in den DM und gucken dann mal, ob die da nix haben oder ob das alles nur ein Riesenmythos ist. Nicht im Ernst. Wie ihr seht, ist hier auch nichts und das ist so der größte DM eigentlich, den ich kenne. Alter, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, jetzt gehe ich entweder zu Douglas gerade mal, wobei ich brauche gar nichts von nix. Oh mein Gott, ich wollte es mir nur angucken. Yeah, coming soon, immer noch. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ab und gehe jetzt ganz brav wieder raus und kaufe nichts. Okay, Leute, es ist bestimmt eine Stunde um. Gefühlte 10.000 DMs später. Nein, ich war noch mal in einem anderen DM. Wollte eigentlich da auch noch mal die Nix-Sachen suchen. Die gab es nicht. Jetzt bin ich hier. Ich gebe DM eine letzte Chance. Okay, versagt. Oh mein Gott, Leute, das kann doch nicht deren Ernst sein. Warum? Warum ist das so? Ich wette, am Rudolfplatz gibt es die Sachen. Aber da habe ich jetzt echt keinen Bock, auch noch hinzulaufen. Ich habe mir jetzt ja gerade so ein Chai Latte geholt. Ja, und gehe jetzt wieder nach Hause. Mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Warte ich halt nochmal und gucke in ein paar Wochen nochmal, wenn es das dann auch wirklich gibt. So habe ich da keine Lust zu. Naja, ciao DM, sage ich nur, ne? Das war's. Ich mach Schluss. So, wir sind jetzt hier auf dem Gamescom Straßenfestival. Yay! Hier sieht man nur noch leider gar nichts. Das ist Nico mit ihrem liebsten Stück, ihrem iPhone. Und wir gehen jetzt hier mal rein und gucken, ob hier noch was geht oder ob wir einfach schon alles verpasst haben. Weil alle Leute gehen. Wir sind uns gerade so ein bisschen unschlüssig. Ganz wild, denn Nico hat eine Bühne entdeckt dort vorne. Okay, nicht zu übersehen, auch besser gesagt. Und? Oh mein Gott, das wäre so cool, wenn Selena Gomez da jetzt wäre, oder? Oder Taylor Swift? Das wäre so toll. Oh mein Gott, das wäre es wirklich. Ich liebe diese Selena Gomez. Und wir müssen die ganze Zeit überreden, auf ein Konzert mit ihr zu gehen. Ja, ich habe schon Karten gekauft für Köln. Ja, stimmt. Richtig cool. Vor ein paar Tagen. Oh mein Gott, und ich freue mich so am 17.10. Glaube ich, ja doch. Save the date. Ja. Oh mein Gott, Leute, wir wollten ja eigentlich auf dieses Festival. Jetzt haben wir uns hier gerade ein Getränk geholt und laufen so ein bisschen durch die Stadt und machen Window-Shopping. Oh mein Gott, wir müssen einfach immer einkaufen. Wir sind solche Konsumenten, das ist nicht mehr normal. Und dann haben wir das hier gesehen. Oh. Echt so. Wie schön. Aber man sieht es durch die Kamera gar nicht richtig. Nee? Ja doch. Oh mein Gott, das ist so schön. Wir kommen einfach. Caro, guck mal, der Rücken. Nico hat noch was gesehen. Nein, da sind Patches drauf. Oh mein Gott. Oh, ist der hübsch. Guck mal, mit Schmetterling und allem. Geil. Oh mein Gott, ist das schön. Ich finde das richtig cool. Oh, das ist so ein Parka. Ja, Hauptsache, ich sag's nochmal, obwohl man es eigentlich erkennt. Oh, der ist richtig schön. Voll der coole Laden. Boah, geil. Was ist denn, was ist hier mit der Jacke? Die hat nichts mehr. Nee, die Bomberjacke ist nicht so geil, aber dieser Parker, den müssten wir uns am Montag dann wohl mal in echt angucken, ne? Oh, boah, der ist richtig schön. Und akut. Ja, Leute, oh da sind wir wieder bei dem Thema, wir wollen einfach alles haben. Zusammen mit grauen Akkuts, wo hinten die Schneifchen sind und dann der Parker. Oh. Oder mit meinen pinken Akkuts mit dem Schleifchen. Geil, das ist einfach voll der Traum. Oh mein Gott, wir wollten ja auf das Festival und jetzt laufen wir hier rum und shoppen schon wieder so halb. Hallo? Oh mein Gott. Es ist einfach zu spät, wir brauchen eine Therapie, wir brauchen ernsthafte Hilfe. Aber die Sachen sind so schön. Aber ich knuddel schon mit meiner Flasche. Wir sind jetzt hier in einem unserer Lieblingsläden. Bei, apropos, in Köln. Und da machen wir jetzt weiter mit Window. Ich kann nicht im Müll. Achso, da oben links ist Müll. Schön in den Eingang wollte Nico. Wollte Nicola die Flasche stellen. Ich weiß da irgendwie, oh nein. Egal. So. Ja. So, ist das hier nicht hübsch? Aber die haben nicht Moët Rosé und Eis.
eine komische Stimmung sehen und gesehen werden. Und wir haben leider nur wir sind den Chill-Modus-Klamotten an. Naja, was soll's. So. Gucci! Okay. Diese hässlichen Schuhe kosten 820 Euro? Die sind hässlich. Ja, die sind nicht schön. Manolo Blahnik. Okay, die finde ich auch echt nicht schön. Louboutin finde ich jetzt auch nicht so geil. Oha, ich oute mich hier gerade richtig. Wobei, der hier ist schon schick. Okay, Nico mag den hier unten. Ich finde den nudefarbenen oben links eigentlich ganz schön. Aber, mal ganz ehrlich, da hinten sind die Valentino-Schuhe. Die Valentino Rockstar Pants. Oder in deinen Farben. Oh mein Gott. Die will ich haben. Die will ich schon immer haben. Irgendwann, wenn ich groß bin, dann kaufe ich sie mir. Leute, wir sind jetzt hier wieder zu Hause angekommen bei den Hunden. Hier vorne ist der Henry und da ist die Milka. Und sind gerade noch eine Runde mit denen draußen spazieren gegangen. Und ich glaube, es ist 11 oder so. Ist es 11? Halb 12? Halb 12 fast sogar. Und wie ihr schon sehen könnt, ich bin einfach super müde. Und hat Henry gerade meine Hand abgeleckt. Und wir gehen jetzt auch pennen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Ciao!